Seit 2010 ist Joachim von Marschall Besitzer eines Gutshauses in Dubkewitz bei Gingst. Aber bis er darin wohnen konnte, vergingen noch 9 Jahre. Das Gebäude von 1777 war sehr heruntergekommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebten erst 11 Flüchtlingsfamilien aus Pommern darin. Dann wurde es von der Gemeinde vermietet. Jetzt öffnet das Denkmal seine Türen. Wir finden, meine Frau und ich, dass es als Denkmal auch ein öffentliches Interesse beanspruchen kann. Und diesem öffentlichen Interesse wollen wir entgegenkommen, indem wir eben einmal im Jahr hier das Haus, jedenfalls diesen Saal, zur Besichtigung freigeben. Natürlich das Äußere, auch das Areal, das kann auch dann besichtigt werden, der Park, der Rasen. Und Joachim von Marschall hat noch weitere Denkmäler im Westen der Insel ins Boot geholt, wie die Dorfkirche in Vaase. Von außen unscheinbar, aber im Inneren mit einem richtigen Schatz. Der Antwerpener Schnitzaltar aus dem Jahre 1520. Er war ursprünglich eine Auftragsproduktion des englischen Königs Heinrich VIII. Und erzählt neben der Passionsgeschichte auch vom englischen Erzbischof Thomas Becket. Stralsunder Kaufleute, die Handel mit Antwerpen betrieben, entdeckten ihn und fanden, das ist der rechte Altar für die St. Nikolai-Kirche in Stralsund. Sie nahmen ihn mit, dort stand er bis zum Jahre 1708. Dann sollte in Stralsund ein Barockaltar errichtet werden. Der alte Altar musste gehen und so kam er nach Vaase. Im südwestlichsten Zipfel von Ummanz, in Fresenort, steht ein ganz anderes Denkmal. Historische Fischerhäuser aus dem späten 18. Jahrhundert. Der letzte Fischer hier, jetzt nur noch im Nebenerwerb, hat das Denkmal ab 1977 restauriert. Mehr als 30 Jahre hat er dafür gebraucht. Jetzt ist er zum ersten Mal dabei. Die Häuser, die wir hier sehen, sind großartige Beispiele handwerklichen Könnens. Und ich denke mir, auch ihre Ästhetik ist sehr ansprechend. Insofern hat man da schon auch einen gewissen künstlerischen Aspekt. Man hat Proportionen beachtet, nicht nur die Zweckmäßigkeit bedacht. Denken Sie an die schöne Tür, die Eingangstür um die Ecke rum. Das ist ein Kunstwerk, ein kleines Kunstwerk, ein Juwel. Und Juwelen wie diese hier gibt es nicht nur auf Rügen, sondern im ganzen Land. Der Tag des offenen Denkmals ist ein guter Anlass, sie zu entdecken.